Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um die Sony ZV-1, sprich insbesondere um das wichtigste Zubehör, was ihr eigentlich braucht. Was es ist, das zeige ich euch jetzt kurz in der Nahaufnahme. So, jetzt haben wir hier das wichtigste Zubehör, wenn ihr mit eurer Sony ZV-1 arbeitet. Natürlich wäre eine Aufbewahrungstasche ganz nett. Da nutzt ihr einfach die Größe L, die bekommt ihr einfach im Fachhandel, je nachdem, welche Preisklasse ihr haben wollt, ab 15 Euro. Absolut wichtig natürlich bei der Erstbestellung die SanDisk-Karte, also die SD-Karte. Ich habe hier eine Extreme Pro. Ihr müsst darauf achten, dass hier steht U3. Das ist wichtig für die schnellen HD- und 4K-Videos. Vor allen Dingen ist es eine SDXC-Karte. Bitte keine andere nutzen, das wäre dann auch perfekt. Und ihr habt natürlich auch mitbekommen, dass der Akku ziemlich schnell leer geht. Das hatte ich ja bei meinem Testvideo gesagt. Am besten holt ihr euch vielleicht so einen Doppelpack, je nachdem. Gibt es günstiger von No-Name-Firmen, zum Beispiel hier Enegon oder Enegon, wie auch immer ihr das sagt. Sony selber verkauft ebenfalls diese Akkus, aber halt für einen entsprechenden höheren Preis zwischen 38 und 42 Euro. Hier seid ihr mit dieser Power-Ladebank bei gerade mal 26 Euro. Das wäre jetzt erstmal mein Zubehör, was ich habe, was wichtig ist für mich. Und da bin ich schon sehr zufrieden. So, jetzt habt ihr noch ganz kurz gesehen, was ich mir noch zusätzlich zu dieser Kamera geholt habe, was auch wirklich sehr empfehlenswert ist. Vor allen Dingen die zwei Zusatzakkus, die werdet ihr dringend benötigen, wenn ihr mal länger unterwegs seid und auch mehr Aufnahmen machen möchtet, als wie Standard, die quasi bei Nano 45 Minuten vom Sony-Akku. Das ist dann halt nicht so ganz optimal. Dazu natürlich noch die passende SD-Karte. Darauf wirklich achten, dass ihr so eine nehmt, sonst habt ihr Probleme mit der Geschwindigkeit bei eurer Aufnahme. Und natürlich auch bei der Wiedergabe. Und eben halt noch die Tasche. Und das war es eigentlich nicht viel. Ihr müsst da einfach schlicht und ergreifend nur noch mal rund 71 Euro investieren. Mehr war das Ganze nicht. Also das Teuerste wäre dann im Endeffekt die Speicherkarte. Da würde ich auch wirklich nicht sparen. Holt euch tatsächlich diese Extreme Pro von SanDisk. So, das soll es dann schon wieder von mir gewesen sein. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und vielleicht abonniert ihr mich. Wir sehen uns dann wieder demnächst auf meinem Kanal. Wenn ihr wollt, die Links zu den Produkten sind natürlich hier bei mir in der Beschreibung. Also, bis demnächst wieder auf meinem Kanal. Ciao, ciao und bye bye. Sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute.